Die einzige Art des Fliegens, was? Privat. Weit weg vom Trubel der Öffentlichkeit. Keine neugierigen Blicke, die stumm Fragen stellen, die ich nicht beantworten will. Nun, nennen Sie mich verrückt. Es wäre nicht das erste Mal. Aber wir müssen unsere Geschäfte zentralisieren. Darum habe ich diesen Ort gewählt. Gut, ich habe ihn nicht selbst ausgesucht, aber ich war daran beteiligt. Ich habe das Memo bekommen. Die Appalachen sind seit jeher ein Ort, an dem Menschen quasi verschwinden können. Ob allein oder mit Hilfe. Warum also nicht auch die Saurier? Und damit hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der JWE2-Kampagne. Ein paar Strippen ziehen, ein paar Leute schmieren, ein paar Arme verdrehen und zack, schon hat die Naturschutzbehörde eine neue Operationsbasis. Wir müssen uns beeilen, wenn wir diesen Ort auf etwas vorbereiten wollen, mit dem er seit 65 Millionen Jahren nichts mehr zu tun hatte. Das Grundgerüst ist fertig. Aber bevor die mit Fleisch und Blut Besudelten ankommen, muss alles funktionieren. Owen und Claire sind vor Ort und haben mehr Infos für sie. Dr. Dua koordiniert ihre Aktivitäten. Und ich werde die Erwartungshaltungen verwalten und eine Armlänge Abstand von den Fleischosauriern einhalten. Moment, Armlänge ist vielleicht etwas zu kurz gedacht. Wir brauchen hier eventuell noch etwas Hilfe. Mr. Lambert? Ich bin einsatzbereit. Sagen Sie, wann es losgeht. George Lambert ist ein erfahrener Ranger. Er hat mit uns auf den Inseln gearbeitet und ist nun bei der Naturschutzbehörde. Er und Owen übernehmen die Saurier und wir die Anlagen. Demnächst bekommen wir eine ganze Reihe bereits gefangener Tiere rein. Verzögerungen sind inakzeptabel. Verstanden. Wir beginnen mit dem Bau von weiteren Gehegen. Wir fangen sie, du packst sie ein. Ich bin schon lange am Arbeiten. Ich kann ja lesen. Sehr coole Karte, haben wir so noch gar nicht gesehen. Gemäßigt mit ganz vielen roten, herbstlichen Bäumen. In Pennsylvania war es, glaube ich, und im Hintergrund so ein cooles Flugfeld. Die neuen Karten sind echt super interessant von JW2. Gefällt mir richtig gut. Unsere Mission ist übrigens, uns auf Carnotauros Ankunft vorzubereiten. Deswegen habe ich hier direkt losgelegt ein Gehege gebaut. Ist immer am Anfang halt ein bisschen schwer, weil ich da nicht die ganze Zeit dazwischen reden möchte, wenn die da viel berichten. Aber der Lambert ist auch wieder am Start. Das war ja immer der Sicherheitstypi von JW1. Fand ich eigentlich immer ganz sympathisch, muss ich sagen. Meint ihr, das reicht für ein Kano? Probieren wir es aus. Also müssen wir halt gleich scannen und sowas, wenn er dann ankommt. Wir haben noch 38 Sekunden. Das Gute ist natürlich, eigentlich haben wir gar keinen Stress mehr. Wir können pausieren jederzeit. Ist eine super coole Funktion. Und man kann das, glaube ich, auch verschieben bestimmt, wie im ersten Teil. Von wegen, gib mir mehr Zeit oder so. Gib mir noch weitere 2 Minuten oder sowas. Das war ja damals auch immer so. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch hier so eine Beobachtungsgalerie noch benötigen werden. Ist ja sowieso gut für die Besucher. Kann ich die auch schon mal hier an den Weg connecten. Ich habe übrigens auch das Gefühl, dass das Bauen ein bisschen besser funktioniert. Also hier mit den Zäunen und so entlangziehen. Das klappt schon alles richtig, richtig gut. Ah genau, jetzt können wir die transportieren. 2 Stück. Gib mir 2 Minuten, gibt es auch noch. Okay. Das heißt, wäre ich jetzt ein bisschen langsamer gewesen, hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit verlangen können. Ein paar Neulinge, die Nahrung und Unterkunft brauchen. Ich empfehle, diese Saurier genau zu beobachten, bis sie sich richtig eingelebt haben. Lambert hat recht. Sie waren draußen in der Wildnis. Zäune werden ihnen nicht gefallen. Okay. Wir stellen keine Mutmaßungen an und achten auf die Details. Gut. Vergiss nicht, dass die Saurier, genau wie wir, immer dazulernen. Das darfst du beim Bau eines neuen Sauriergeheges nicht vergessen. Sicherheit hat Priorität. Für sie und für uns. Leg los, dann können die Saurier einziehen. War das alles, Doc? Großartig. Darauf baue ich erstmal einen Schutzraum. Sicherheit geht vor. Das kriegen wir hin. Da sind unsere Kanus. Werden jetzt auch direkt gescannt vom Ranger-Team. Oh oh.
Also ich würde ganz schnell wegfahren jetzt, wenn ich der Jeep wäre. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Okay, alles in Ordnung. Sie haben abgelassen. Können wir mal kurz schauen, was die brauchen. Mehr Sand und Lebendbeute. Ja, das kriegen wir hin. Die sind relativ pflegeleicht, muss man sagen. Also die brauchen eigentlich nur Sand und halt was zu fressen und zu trinken. Das war's. Also Kanus, echt gute Dinos. Also für den Anfang vom Park. Machen wir mal hier so einen Futterspende. Oh, die machen gerade was. Oh, wie cool. Keine Sorge, das mit den Animationen, das werden wir alles nochmal in Ruhe in anderen Videos machen. Dann seht ihr das dann auch vernünftig. Dann werde ich mir die Zeit nehmen, das lange beobachten, schöne Aufnahmen für euch machen. Und dann seht ihr das alles nochmal schön. Jetzt beim Kampagnespielen ist es halt immer schwierig, wenn man jetzt die ganze Zeit mit Dino beobachten verbringt. Das funktioniert leider nicht so gut. Aber schaut mal, jetzt haben wir die Bedürfnisse schon auf 100% perfekt. Selbst die Größe reicht aus. Also die sind wirklich richtig gut. Schön pflegeleicht. Ich mache hier, glaube ich, noch ein paar Felsen rein. Einfach, weil ich Lust habe. Sonst Wasser und sowas finde ich immer ganz schön. Und man kann ja auch immer diese Rotation machen. Das ist echt super praktisch. Dadurch kann man auf die Schnelle immer gute Ergebnisse bekommen. Mit den Tasten tue ich mich noch ein bisschen schwer. Das ist halt alles ein bisschen anders als bei W1. Ich bin halt noch das andere gewohnt. Aber ihr seht schon, man kann hier wirklich in kürzester Zeit alles richtig cool platzieren. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass es hier zum Beispiel nur 5 verschiedene Felsen gibt. Weil dadurch, dass man die in alle Achsen drehen kann, kann man da wirklich viel rausholen. Dann sieht das halt auch immer ein bisschen anders aus. Boah, ist doch schon ganz ordentlich. Machen wir noch ein paar Pflanzen rein. Da gibt es, glaube ich, nämlich auch genau so Ziersträucher. Die verändern dann halt auch nichts an der ganzen Bepflanzung und sowas, weil manche Dinos mögen ja bestimmte Pflanzen lieber als andere. Die sind halt nur dafür da, dass es optisch sich verändert. Boah, ist doch ganz ordentlich. Sehr trockenes Gehege, aber das passt. Sieht glücklich aus. Mit seinen kurzen Stummelarmen. Und der nächste Dino ist auch schon unterwegs direkt. Oha. Ein Allosaurus. Der braucht bestimmt ein bisschen mehr Platz, oder? Was meint ihr? Ich glaube, den mache ich direkt hier als nächstes. So ein bisschen Platz geschaffen. Und dann können wir den Weg weiterführen. Perfekt. Und dann kommt hier direkt das nächste Gehege hin. Ich habe übrigens auch das Gefühl, dass man hier am Weg den Sound viel, viel besser entlangführen kann als im ersten Teil. Auch wenn es so geschwungen ist. Es war ja immer ein bisschen anstrengend. Aber mittlerweile rastet das auch so ein bisschen in den Weg ein, habe ich das Gefühl. Und das hilft ungemein, dass man das da schön entlangführen kann. Also ist alles ein wenig benutzerfreundlicher geworden. Ich mache hier einfach mal so ein längliches Gehege. Jetzt mega schön bauen werde ich auch noch nicht machen. Weil wir haben natürlich viel zu tun. Und da leidet es dann halt immer am schönen Bauen. Das machen wir dann in unseren Parkbauprojekten, wenn wir dann endlich im Sandbox-Modus ein paar mehr Dinge freigeschaltet haben. Wäre jetzt zumindest mein Plan. Ein bisschen Strom hier hin. Mach ich mal hier. Und dann sind wir perfekt getimt, fertig für den Allo. Können dann noch ein Tor hier reinpacken. Ich weiß nicht, ob ich mich hier wirklich jemals wohlfühlen werde, aber die Weißkittel wollen, dass es den Sauriern gut geht. Ich will das Sie auch. Sie sollten das nicht aus dem Blick verlieren. Niemals. Das ist das Wichtigste. Und dann einmal hier überglätten. Oh, das ist ja cool. Also im ersten Teil wäre jetzt hier das Wasser zurückgegangen, aber hier haben die es endlich rausgemacht. Dann kann man hier ein bisschen besser arbeiten, ohne Angst zu haben oder ohne Angst haben zu müssen, dass das Wasser verloren geht. Oh, hier müssen wir auch noch
schnell einen Ranger-Posten hinmachen und das Ganze zuweisen. Aber ihr seht schon, ich komme schon super klar, ne? Also das ist echt benutzerfreundlich, das Spiel. Ohne dass ich jetzt viel Spielerfahrung habe. Ich meine, ich habe natürlich viel Erfahrung aus JW1, aber wenn man das gespielt hat, ist JW2 wirklich gar kein Problem von der Steuerung. Dann muss ich mal kurz auf die Daten warten. Da kommt der Jeep schon. Führt jetzt einmal den Scan durch. Und jetzt können wir einmal den Allo uns angucken und schauen, was ihm fehlt. Platztechnisch ist es auf jeden Fall genug. Er braucht mehr Wald und mehr Lebendbeute. Stimmt, bei dem Allo war es sogar, glaube ich, so, dass man zwei von diesen Futterspendern braucht, ne? Ich mache jetzt auch nochmal hier einen hin, einen normalen. Und ein bisschen mehr Wald. Da gibt es übrigens auch einen Wert. Den seht ihr hier. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht bemerkt. Da hatte ich dann echt die falschen Bäume beim ersten Mal platziert. Da muss man immer ein bisschen Acht drauf geben. Aber ich glaube, das könnte jetzt schon ausreichend sein für ihn. Um happy zu sein. Ja, 100%. Das haben wir doch gut gelöst. Ich glaube, da mache ich nochmal eben ein bisschen Terrainbepinselung. Kann man auch wieder gut kombinieren hier, das Terrain, damit da schöne Übergänge entstehen. Das ist auch echt cool. Noch ein paar Felsen mit rein. Also man kann hier wieder richtig schöne Gehege gestalten in kürzester Zeit. Das ist ja auch das, was ich an Jurassic World Evolution liebe. Bei Planet Zoo ist halt alles so aufwendig, man hat zwar viel mehr Möglichkeiten, aber ich verliere dann immer das Interesse, weil ich da einfach zu ungeduldig für bin. Das muss man einfach sagen. Aber dem Allo geht's gut. Und ich denke mal, wir könnten schon anfangen, direkt das nächste Gehege zu bauen. Ich gehe davon aus, dass wir gleich wieder eins brauchen werden. Wenn wir die Zeit schön nutzen. Ich hätte gerne mal die Beobachtungsgalerie hier vorne, glaube ich. Ich glaube, da mache ich mal ein bisschen mehr Abstand. Die Saurier scheinen sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Aber ich möchte sicherstellen, dass sie nicht einfach nur überleben, sondern auch wachsen und gedeihen. Du verstehst sicher, dass unsere Forschung noch wertvoller ist, wenn wir hervorragende Exemplare unter optimalen Bedingungen haben. Deshalb möchte ich, dass du ein Wissenschaftszentrum baust und in Betrieb nimmst. Dafür brauchen wir mehr Wissenschaftler, also bau besser auch ein Stabzentrum. In der Wissenschaft geht es um die Daten, die wir sammeln und analysieren. Müll rein, Müll raus. Das wollen wir vermeiden. Besonders wenn man die Investitionen bedenkt, die bereits in diese Saurier getätigt wurden. Die CIA will Ergebnisse. Und die werden wir besorgen. Ende der Diskussion. Ja, kein Problem. Ich bin auch immer glücklich, wenn die Dinos glücklich sind, also... Da sind wir auf jeden Fall auf einem Nenner. Wir sollen gar kein Gehege bauen, also ich lag falsch. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Mitarbeitergebäude bauen. Die können wir eigentlich aber auch hier hinten machen. Oh, habe ich ein bisschen schief gebaut. Wie groß ist eigentlich diese Karte? Oh, okay, hier ist eine Menge Platz, auch noch nach hinten. Das heißt, wenn ich so weiterbaue, dann sind wir eigentlich good to go. Kann eigentlich nicht viel passieren. Wissenschaftszentrum, Personalzentrum und paläomedizinische Anlage. Das kriegen wir doch hin. Ich mache mir ein bisschen Sorge wegen der Stromversorgung, muss ich sagen. Weil immer nur mit diesen Notstromgeneratoren zu arbeiten, ist irgendwie nicht das, was ich unbedingt möchte. Na, vielleicht können wir ja gleich ein Kraftwerk oder so erforschen. Das wäre ganz cool. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Und Personalzentrum. Das dürfte, glaube ich, dieses kleine Gebäude sein, wo sich die Mitarbeiter ausruhen können. Ich glaube, der Strom wird safe nicht ausreichen. Brauchen bestimmt noch einen neuen Generator.
Nö, reicht. Nicht schlecht. Einfach vorspulen, bis es fertig ist. Ja, sehr schön. Oh, das nächste Expeditionszentrum. Also jetzt geht's richtig rund. Ein Expeditionszentrum gebrauchen. Leg mit dem Bau gleich los. Bin schon dabei. Bin fix unterwegs, lieber Lambert. Die Zeit wird hier optimal genutzt. Okay, Dr. Dua und Finch bekommen wahrscheinlich Druck von oben. Sie wollen, dass noch mehr Tiere eingefangen werden. Überprüfe die Expeditionskarte Und sende ein Fernfangteam aus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Man pausieren kann, ist auch so cool. Oh nein. Ich wollte es mir gerade angucken. Wie gemein. Vorfallalarm. Ein Saurier bei St. Louis ist gefährlich nah an Menschen herangekommen und unsere Agenten wurden gewarnt. Es wurden zwei Verletzte gemeldet. Wir müssen ein Lebendfangteam losschicken, um die Gefahr einzudämmen. Oh, nice. Ankylosauren sind das, glaube ich. Zwei Ankis, ja, perfekt. Das machen wir doch gern. Gut, dass ich das nächste Gehege schon fertig habe. Denn Newland reicht sogar aus von den Werten. Also man muss halt immer gucken, man hat hier Anforderungen und die müssen erfüllt sein von diesen drei Sachen. Ich weiß gar nicht, was das war. Wissenschaft, Genetik, Wohlbefinden? Ich glaube irgendwie so. Los geht's. 54 okay, Sekunden. Die gute Nachricht zuerst. Unsere Fernfangteams hatten einige Erfolge. Wir haben einen stetigen Nachschub an Sauriern für unser Kontrollzentrum. Das gefällt mir. Saurier von einer möglichen unkontrollierten Begegnung mit der Öffentlichkeit abzuhalten, gilt für mich als hundertprozentiger Gewinn. Und jetzt die schlechte Nachricht. Die bekomme ich gar nicht gern, aber das Austeilen macht irgendwie Spaß. Diese Tiere kommen mit einer unbekannten Krankheit an, die wir schnellstens in den Griff kriegen müssen. Und zwar ZZ, ziemlich zügig. Dr. Dua. Wir können die Krankheit per Scan von unserer mobilen Veterinäreinheit aus diagnostizieren. Wir haben das schon bald unter Kontrolle. Das ist gut. Dann an die Arbeit. Oha, unsere erste Dino-Krankheit. Aber das ist echt eine Win-Win-Situation, ne? Wir retten die Bevölkerung und kriegen Dinosaurier für den Park. Gar nicht schlecht. Klingt nach einem guten Plan. Oh, es hat gefangen. Es hat geklappt. Zwei Stück wurden gefangen und keiner ist entgangen. Reimt sich. Let's go. Ab ins schon vorbereitete Gehege. Und da landen sie auch. Unsere ersten Ankis. Wie schön. Ah, wie toll. Auch einer meiner Lieblinge unter den Pflanzenfressern. Den mögen auch sehr viele, der ist super beliebt. Ist aber auch interessant, ne? Dieser Riesenkeule. Die will man, glaube ich, echt nicht abbekommen. Auch nicht als gefährlicher Fleischfresser. Und da muss man auch erstmal hier durch den Panzer durchbeißen. Cooler Dinosaurier. Ich mache dir ja gleich eine Animation für uns. Bin gerade schon auf Stufe 3 vom Vorspulen, also nicht so schnell unterwegs. Die laufen nur aneinander vorbei, wie es aussieht. Oder auch nicht. Wie gemein war das denn? Fieser Mobber. Den Namen hast du dir verdient. Einfach so rein, so wie so ein Nackenklatscher bei Menschen, wenn die sich mobben. So war das gerade. Wie gemein, ey. So, wir gucken mal eben, dass wir das Wohlbefinden gut hinbekommen. Oh, der Bereich. What? Der ist gerade so im weißen Bereich hier, von der Größe her. Ah, die können aber noch mehr Platz erkunden. Okay. Aber das heißt, so viel Platz brauchen Ankis. Das ist schon ordentlich. Ich glaube, im ersten Teil war das viel weniger. Brauchen noch gemahlenes Blatt und gemahlene Frucht. Das kriegen wir, denke ich, auch hin. Gemahlenes Blatt. Ich glaube, die mögen es auch sehr dschungelig.
Ach, die brauchen noch mehr. 28 nur. Ich glaube, die brauchen beim nächsten Mal einfach mehr Platz. Ich habe einfach zu wenig Platz für die eingeplant. Also ganz in den weißen Bereich kriege ich es, glaube ich, nicht. Was ist denn die gemahlene Frucht? Da, gemahlene Frucht. Ich muss, glaube ich, alles vollklatschen hier mit Pflanzen. Das nützt nichts. Hauptsache, die sind einigermaßen glücklich. 95% damit bin ich total fein. Wir könnten sogar noch ein bisschen mehr von der gemahlenen Frucht machen. Hier so hin. Da müssen wir uns ganz dringend um die Krankheit kümmern. Ah, die Werte sind perfekt. Wow. Sehr schön. So. Einen medizinischen Scan sollen wir durchführen. Hier brauchen wir, glaube ich, die MVU. Kann man ja eigentlich die Sirene und Blaulicht anmachen? Ich glaube nicht. Wäre wahrscheinlich auch eher störend für die Dinos. Würde es aber trotzdem cool finden. Hallo. Ich muss euch einmal scannen. Bitte nicht angreifen. Du musst das verstehen. Owen und ich sind bei diesem Projekt dabei, weil wir das Beste für die Saurier wollen. Wir wollen nicht, dass sie ausgenutzt oder manipuliert, verändert und beeinträchtigt werden. Sie verdienen eine Chance auf Leben, genauso wie jedes andere Lebewesen. Vielleicht sogar noch mehr, weil das Wunder der Wissenschaft ihnen eine zweite Chance gab. Also, forschen, ein Heilmittel finden und benutzen. Oder die Saurier sterben. Erneut. Und nein, das wird nicht passieren. Boah, Treibstoff alle, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Boah, 500.000 fast. Also das ist echt teuer. Diese Generatoren sind echt nicht so gut von dem Kosten-Leistungs-Verhältnis. Ja, wir müssen jetzt erstmal die Krankheit erforschen. Die hieß irgendwas mit Krypto, bla bla bla. Effizienz-Upgrade. Wissenschaftler-Training, okay. Ja, wir müssen hier rein, da. Medizin. Tuberkulose. Krypto-Sporidiose. Das müssen wir erforschen. Da brauchen wir jetzt ein Wissenschaftler-Team, was fähig ist. Das passt genau. 4 von 4. Müssen auch auf den Stress hier aufpassen, weil wenn die mehr arbeiten, steigt dieser Stresslevel und da müssen die sich auch ab und zu mal ausruhen. Sonst könnte es zu Sabotagen führen im Park. Die Forschung seht ihr übrigens dann hier unten immer. Ist allgemein so, wenn ihr irgendwas ausführt, das ist ganz cool. Kann man dann auch rüberhovern, dann sieht man die Zeit. Wir müssen jetzt noch eine Minute kurz warten und dann können wir das Ganze behandeln. Und die Zeit ist abgelaufen. Das Heilmittel ist erforscht, das heißt, wir können direkt wieder mit unserer MVU losfahren. Auch hier gibt es natürlich eine Innenansicht. Ich komme, Ankis. Halte durch, meine Süßen. Und jetzt müsste ich sie behandeln können. Das Coole ist, ich kann sogar steuern, während ich hier schieße. Das ist, glaube ich, auch neu. Das ist ja mega praktisch. Das heißt, man kann dann auch wirklich Verfolgungsjagden machen, falls die Dinos mal abhauen sollten. Wir haben es geschafft. Das war ja super. Und die nächste Mission. Schließe den Hauptsitz der Naturschutzbehörde ab. Dr. Duhr, Lambert hier. Okay, ich habe wird er uns sagen. Dass wir unsere Fangquoten steigern sollen. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist korrekt. Wir müssen diese Einrichtung ausbauen und dafür brauchen wir mehr Tiere. Es ist Zeit für einen Stresstest unserer Systeme. So stellen wir sicher, dass wir Wissenschaft und Betrieb zugleich bewältigen können. Verstanden. Meine Teams sind bereit. Es gibt noch einige Saurier. Viele Ziele, die wir reinholen können. Aktivposten. Und ja, dies wird eine fortlaufende Mission für uns sein.
Hört sich gut an. Das heißt, ich kann jetzt so ein bisschen zum ersten Mal frei spielen. Aber was heißt frei? Also ein bisschen eingeschränkt natürlich schon, weil nicht alles freigeschaltet ist. Aber ich bin so ein bisschen auf mich selbst gestellt. Das Moment wollte ich damit sagen. Aber was ist denn die Aktivpostenbewertung? Ich habe keine Ahnung. Da müssen wir gleich mal nachschauen gemeinsam. Ich baue hier schon mal direkt das nächste Gehege. Ich gehe davon aus, dass wir es auf jeden Fall benötigen werden. Schnell ein Tor rein. Dann können wir noch hier so eine schöne Anlage reinpacken. So eine Galerie. Generator. Und dann das Ganze mit Strom versorgen. Jetzt schauen wir mal kurz nach, was es mit dieser Bewertung auf sich hat. Anlagendetails, da wahrscheinlich, ne? Aktivpostenbewertung. Ah, okay. Ist das jetzt hier die Besucherbewertung oder was? Speziesziel 3 von 1. Saurier sichtbar. Und wie kriege ich die hoch? Nicht sichtbar. Okay, krass. Das heißt, weil der ein zu großes Gehege hat und nicht überall einsichtbar ist, hat er jetzt eine schlechte Bewertung, oder wie? Aber das kann ich ja easy korrigieren, indem ich so mache. Dann können die nämlich einfach von beiden Seiten schauen und dann hat sich das. Mich würde auch mal interessieren, ob wir jetzt noch vielleicht weitere Forschungssachen freigeschaltet haben. Da können wir auch nochmal schnell reingehen. Wissenschaftszentrum. Forschung ansehen. Nee. Ich hätte gern so einen Stromgenerator. Vielleicht sollten wir mal anfangen, weil ich glaube, dann schalten wir mehr und mehr frei. Machen wir das einfach mal. Einfach mal loslegen, alles erforschen. Kann ja nicht schaden. Und wir können auch mal eben gucken, bei dem Expeditionszentrum, ob wir neue Dinos finden. Wobei, wartet. Wir müssen natürlich jetzt noch mehr Wissenschaftler erstmal einstellen. Weil ansonsten haben wir niemanden, der für uns nach Dinos gucken kann. Macht auch Sinn. Dabei müssen wir immer natürlich auf die Werte schauen, das ist wichtig. Day hat mega gute Fähigkeiten. Kostet auch 400.000 zu rekrutieren. Erhöht alle Fähigkeiten um 1. Okay, das ist ja ein mega guter Mitarbeiter. Mr. Sani, not bad. Reduziert das Gehalt um 50%, ist auch nicht schlecht. Der hat auch richtig gute Fähigkeiten. Hat auch wieder dieses um 1. Nehmen wir natürlich auch. Sogar günstiger. Da haben wir jetzt ja zwei richtige Glücksgriffe gemacht, hätte ich jetzt mal gesagt. Nee, das ist Fossilienzentrum, das haben wir noch nicht. Aber wir können hier hin. 3 Diplodocus wurden gesichtet. Oha. Kasmo, Toro, Brachiosaurus, Parasaurolophus, Dinoceratops, Deinonychus, Baryonyx. Ja, ich würde fast sagen, wir holen mal den Deinonychus. Da habe ich ja richtig Bock dazu. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Let's go. 2 Minuten 25. Das ist doch schön. Wir haben es geschafft. 4 Stück gefangen. Keiner ist entgangen. Das ist doch ein Traum. Da muss der jetzt erstmal hier rein. Ich habe den Zaun noch nicht erforscht. Bin gerade sogar noch ein bisschen außer Atem, hab mir gerade noch was Neues zu trinken und so geholt in der Zeit. Schaue ich jetzt nochmal ganz schnell in die Forschung. Weil unsere Mitarbeiter müssten jetzt frei sein. Oh, das kann sogar der Sani alleine machen. Richtig gut. Dann können wir die gleich aufwerten, die Zäune. Aber ich möchte auch nochmal kurz in das Personalzentrum gehen. Und dann können wir schon mal dafür sorgen, dass ich Newland ausruhen kann. 75.000, 2 Minuten 30. Dann ist der gleich wieder fit. Und jetzt kommt unsere Deinonychus. Mega gut. Freue mich schon. Ich glaube, die hat man noch nirgendwo gesehen, oder? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie die aussehen in JP2. Ach doch, die haben wir schon mal gesehen, ne? Bin mir unsicher. Sehen auf jeden Fall sehr ähnlich aus wie in JW1. Aber ich mag den sowieso sehr gerne, den Deinonychus. Cool.
Ich hoffe wirklich, dass der jetzt nicht so viel Ärger macht mit Ausbüchsen. Skintechnisch sind die aber alle gleich. Ja. Okay, der braucht definitiv natürlich noch trinken, fressen. Und dann müssen wir da einen Scan durchführen. Aber auch mal eben befehligen. Danach brauchen wir, glaube ich, noch eine zweite Ranger-Unit. Weil der kann nur 4 Posten anfahren, wenn mich nicht alles täuscht. Dann sind nur diese Patrouillenplätze voll von den Aufgaben. Mache ich auch nochmal im Futterspender hin. Hier vor ist eigentlich ganz cool. Und auch Lebenfutterspender. Und der Zaun ist fertig. Boah, das ist ja alles perfekt hier vom Timing. Sogar Stufe 3. Da habe ich genau das Richtige, was wir brauchen für einen Deinonychus. Weil den kann man, glaube ich, so ein bisschen gleichsetzen mit einem Raptor. Oh, ich hoffe, der kann jetzt nicht ausbüchsen. Weil der Zaun muss ja neu gebaut werden. Dinosaurierbedrohung. Oh, schnell den Zaun auf. Please. Oh, die machen eine Animation. Oh, ich habe sie verpasst. Schade. Ja, wir werden auch früh genug viele Animationen von dem Spiel sehen. Da bin ich mir sehr sicher. Wir müssen aber einmal... Oh. Okay, ist auch nicht ausgebüxt. Gott sei Dank. Aber wir müssen einmal die MVU losschicken, weil wir haben irgendwie ein Leiden da vorne. Da müssen wir schnell einen Scan durchführen. Könnte sein, dass sie gekämpft haben. Ich glaube, das kommt auch gerne mal vor, dass Dinosaurier untereinander ja ein bisschen streiten oder so und dann können die sich auch verletzen. Irgendwie eine Fraktur zu ziehen oder sonstige andere Verletzungen. Oh, bin genau falsch rumgefahren. Oh, da hinten ist auch ein Leiden. Kämpfen die gerade alle? Warte mal, wir müssen das mal eben anders machen. Machen wir eben so einen Scan. Oha, was ist denn hier los? Hä? Was haben die? Heilt. Gefahr für die Gäste. Nicht diagnostiziertes Leiden. Jetzt geht's hier richtig rund, ne? Aber ansonsten sind die schon glücklich. Krankheit ausgebrochen. Ah, die haben eine Krankheit. Oh nein. Ernsthaft? Aber was? Ist wahrscheinlich die gleiche wie hier. Tuberkulose. Ja, dann müssen wir ins Wissenschaftszentrum. Und erstmal schnell die Tuberkulose erforschen. Da setzen wir jetzt auch die besten Mitarbeiter drauf an. Atte Ödigie. Schwieriger Name. Let's go. Du erforschst das jetzt und dann heilen wir die. Oh, jetzt hat er ihn angesteckt. Oha, 5 plus. Das sieht gar nicht gut aus. Also wir sind hier ein bisschen im Struggeln. Ja, so ein Virus geht halt echt schnell rum manchmal, ne? Dass dann sich alle Dinos anstecken. Das kann super gefährlich werden. Aber ich denke mal, die MVU wird das jetzt hoffentlich regeln. Sieht gut aus. Da, sehr schön. Das Gehege ist schon mal wieder clean. Aber ich glaube, mittlerweile ist der ganze Park erkrankt. Ah, nee, es sind nur noch die beiden. Im einzigen, denen es gut geht, ist der Allo. Fahrzeug in Gefahr. Ja, klasse. Oh, Junge, ey. Das wird ein Spaß. Oha. Was macht er denn? Oh, jetzt können wir ihn nochmal beim Fressen zuschauen. Ist ja eine süße Animation mit dem Fuß da drauf und dann so ein bisschen knabbern. Die ist auch neu. Diese Geräuschkulisse ist auch herrlich. Oh. Die haben sogar wieder Animationen, wo sie zusammen so ein bisschen sich das Fressen klauen. Da
Das ist echt cool gemacht. Okay, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Bist du jetzt mittlerweile da? Der braucht ganz schön lange. Wir spulen mal nochmal vor, dass wir die Krankheit hier überstehen. Oh, wir haben es geschafft. Hui. Das war jetzt aber auch ein Akt. Oh, es fängt an zu regnen. Ich baue übrigens hier gerade ein neues Gehege. Wir schauen uns das Ganze gleich mal bei Regen an. Bestimmt cool aus. Ist aber nur so leichter Regen. Sieht schon heftig aus. Die Details hier auch. Der Haut. Das ist nur ganz leichter Regen. Das ist alles halb so wild. Ich mach schon mal schnell das Gehege hier mal fertig. Und dann können wir gleich schon mal gucken, was wir als nächste Dinos uns besorgen. Da müssen wir wieder irgendwas einfangen. Am besten irgendwas mit einer guten Bewertung. Da ist schon was in Aussicht, nämlich hier, 3 Diplodocus. Die haben bestimmt eine richtig gute Bewertung. Ist ja meistens so bei Sauropoden, dass sie da eigentlich immer ganz gut am Start sind. Ja, schicken wir mal das Team los. Und dann kommen hier gleich Diplodocus rein. Ich hoffe, es ist groß genug für die. Werden wir dann gleich rausfinden. Ein Tornado zieht in diese Richtung. Oh, Tornado. Unsere Gäste schweben in Gefahr. Oh nein. Bring sie in die Schutzräume, solange es noch geht. Habe ich Schutzräume? Ey, ganz ruhig. Oh, jetzt bin ich bei Leben fangen auch noch. 2 von 3 wurden gefangen. Einer ist entkommen. Na gut, das muss auch mal passieren. Ja, gib mir mal bitte 2 Minuten. Wir müssen mal eben uns um den Tornado kümmern. Oha, okay. Jetzt müssen wir mal schauen eben. Schutzräume. Habe ich nicht schon irgendwo eingebaut? Bin mir unsicher. Nee. Doch, habe ich wohl, oder? Da ist einer. Doch, habe ich. Ich sichere jetzt einfach mal alles ab. Mit Schutzräumen. Sicher ist sicher. Und jetzt können wir einmal das Ganze aktivieren. Das ist so praktisch, dass man Pause machen kann. Man hat einfach keinen Stress und keine Panik mehr. Das ist richtig, richtig gut. Jetzt müssen wir mal eben abwarten, bis der Tornado kommt. Schutzräume sind aktiviert, die Leute flüchten hinein. Und da ist er. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, wir müssen mal eben schnell selber fahren. Der Tornado ist vorbei. Oh. Erstmal direkt einen mitbekommen. Oh nein. Oh, nee, wir brauchen den Helikopter. Wir können ihn mit gar nicht betäuben. Ey, die sind völlig außer Rand und Band, die Dinosaurier. Reparier das mal. Please. Oh Gott, ey. Ich bin überfordert. Direkt der Stress hier. So. Direkte Steuerung. Let's go. Müssen wir mal schnell zur Dinosaurierbedrohung. Okay, die Ankis sind eigentlich noch nicht ausgewüchst. Also wir können das mal eben anders machen. Wartet mal. Der soll erstmal schnell das Tor reparieren. Tore können mittlerweile ja auch kaputt gehen. Und jetzt kannst du den betäuben. Das klingt doch nach einem Plan. Ja, ich glaube, da machen wir alles richtig mit. Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Der will hier rein. Von mir aus können wir das machen. Wartet mal. Kurz pausieren. So, die kommen schon mal in ihr Gehege, die 2. Das ist ja krass. Der geht einfach hier in das Anki-Gehege. Und will jetzt auf die Ankis losgehen, oder was? Oh, betäub ihn bitte vorher. Ich will nicht, dass meine Ankis sterben.
Okay, er hat ihn betäubt. Wir haben es eigentlich relativ gut gelöst, denke ich. Also es war jetzt nicht so schlecht. Ist nicht so chaotisch geworden. Alles neu starten. Ja, die Ziege darfst du jagen. Warum ist denn hier noch Bedrohung? Wer macht denn hier Faxen? Warum machen denn die Ankis noch Faxen? Ach, weil der Kanu hier drin ist. Deswegen haben die ein Kohabitationsproblem. Da haben die gar keinen Bock drauf anscheinend. Aber das sollte jetzt wieder besser werden. Geteilt mit Kanutaurus. Nicht mehr lange. Ich kann ja nichts dafür. Er ist einfach hier reingekommen. Er wollte mit euch spielen. So. Das lief doch ziemlich gut. Jetzt können wir mal hier direkt gucken. Unsere Diplodokus sind da. Ach, wie schön. Tolle, tolle Lebewesen. Ich glaube, die machen gerade irgendwie eine Animation oder so. Man kann das mittlerweile auch gar nicht mehr einschätzen, weil die so gut ineinander übergehen. Oh. Ach, oh mein Gott. Das ist das falsche Gehege. Da war das richtige Gehege. Okay, es ist doch was schief gegangen in dem ganzen Stress. Oh nein. Ah, ich bin doof. Ich meine, das könnte sogar funktionieren. Also, warte mal. Ja, der mag nur Compsognathus. Mag nicht Fleischfresser. Man könnte den sogar mit denen halten. Ich glaube, die haben auch nichts dagegen. Aber ist egal, ich werde die trotzdem rüberbringen. Sicher, sicher. War ja eigentlich geplant, die hier zu haben. Sieht aber auch alles so gleich aus. Weil ich nur so eckige Gehege gebaut habe. Also kein Wunder, dass alles gleich aussieht. So, haben wir hier schon Ranger-Posten überhaupt? Haben wir gar nicht. Ich finde, wir haben das Chaos trotzdem gut bewältigt. Also, das war nicht so schlecht. Dafür, dass gerade ein Tornado gewütet hat, da kann das schon mal passieren, dass man seine Dinos im falschen Gehege hat. Aber war ja zum Glück auch keine schlimme Kombination. Also es waren jetzt keine, die sich irgendwie gegenseitig anschocken oder so. Was macht er denn? Ist auch schon mega zerstört. Jetzt seid ihr im richtigen Gehege angekommen, ihr beiden Süßen. Diplodocus ist übrigens auch ein Sauropode, den ich richtig gern mag. Ich liebe das hier mit den Stacheln hinten auf dem Rücken, dass sie sich komplett durchziehen bis zur Schwanzspitze. Wunderschön. Ja, der Wert hier ist auch ordentlich gestiegen. Wir schauen jetzt mal, was ihm fehlt. Fehlender Wald. Oh, der Bereich ist groß genug, das ist gut. Er braucht aber viel mehr Wald und ein bisschen große Frucht. Und dann sollte er glücklich sein. Dann wollen wir doch mal dafür sorgen, dass er glücklich ist. Die Bäume sehen echt cool aus in dem Spiel. Da gibt es richtig viele verschiedene. Es wird dann im Sandbox-Modus, glaube ich, richtig cool werden. Oh, jetzt hat er aber genug Wald, oder? Der immer noch nicht. Okay, der braucht richtig viel Wald. Da kann man den fast gar nicht mehr sehen, aber gut, wenn der Dino das möchte. Das Wohlbefinden des Dinosauriers ist viel wichtiger, als dass die Besucher jetzt gute Sicht haben. Dann könnt ihr den halt nur ab und zu mal so durch die Bäume sehen. Ist auch völlig in Ordnung für mich. Oh, jetzt hat er viel zu viel Wald, okay. Da habe ich jetzt zu viel große Frucht entfernt. Man muss da wirklich ein bisschen gucken, dass man da so ein gesundes Mittelmaß findet. Sieht's jetzt aus, mein Lieber? Ganz gut. 98%. Noch ein bisschen große Frucht. Und dann haben wir's. Es. 100%. Ihr seid glücklich, ich bin glücklich. So soll's sein. Dann können wir direkt nach den nächsten Dinos schauen. Auf der Karte. Was haben wir denn hier noch? Nur Amerika, oder?
Ja, alles andere ist noch nix. Man kann doch hier bestimmt auch gute Dinos finden, die mit den Diplodocus zusammenleben können. Ehrlich gesagt habe ich Lust auf ein Toro, Kasmo oder Sinoceratops. Ich glaube, Sinoceratops ist schon mega cool. Den würde ich zumindest richtig feiern, wenn ich in so einen Park gehen könnte. Finde ich super interessant. Was ist hier los? Auffüllen. Das geht richtig ins Geld, ne? Diese Notstromgeneratoren. Die sind nicht kostengünstig. Was ich natürlich gar nicht bedacht habe. Erstmal gucken wir kurz, was rauskommt hierbei. Ah, alle vier gefangen, perfekt. Ist, dass die ja auch irgendwie die Pflanzen miteinander teilen müssen. Das heißt, wenn jetzt der Sinoceratops andere Pflanzenanforderungen hat als der Diplodocus, habe ich ein Problem. Oder sehe ich das falsch? Ich denke nicht. Transportiere Produkt. Mich juckt es irgendwie in den Fingern, hier einen reinzusetzen. Let's go. Mal gucken, ob der Deinonychus auch wie die Raptoren auf den Sinoceratops losgehen. Ich habe keinen Plan. Bin ich jetzt gleich gespannt. Ist wahrscheinlich nicht gut für diese Bewertung, aber wir haben ja alle Zeit der Welt. Ich kann ja für euch dann die Wartezeit rausschneiden. Da haben wir ihn. Okay, okay, wir machen Fortschritte. Aber wir haben's geschafft. Aber es gibt immer noch mehr Aufgaben, für Sie zumindest. Das nächste Ziel wäre zum Beispiel so eine Aufgabe. Mega schön. Also Sinoceratops, wirklich ein richtig guter Pflanzenfresser. Keine Komfortdaten. Ja, ich hoffe, der Jeep kommt gleich. Aber du müsst ja eigentlich seine Route hier abfahren, also früher oder später sollte das passieren. Bin halt jetzt auch gespannt, was mit dem Sinoceratops hier passiert. Oh oh. Ich glaube, so langsam haben sie den erkundet. Die haben sich auf jeden Fall schon angeguckt. Der ist hier auch so die ganze Zeit am Sneaken. Als wenn er schon so ein bisschen im Jagdmodus ist. Aber noch scheinen sie kein Interesse direkt an ihm zu haben. Die gehen jetzt auch zum Futterspender. Nee. Das gefällt ihm nicht, dem Sino. Und noch wird er nicht bedroht, also alles gut. Ich glaube aber, angreifen wollen die den nicht. Die sind auf der Hut und fauchen sich gegenseitig an, aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, die haben da gar kein Interesse dran. Ich glaube, da sind Raptoren viel gefährlicher als Deinonychus. Also Raptoren wären, glaube ich, safe auf den losgegangen. Das gab es doch auch schon im... Hier, wie heißt das? Species Profile zu sehen von den Raptoren. So, jetzt müssen wir aber mal hier gucken. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ihr braucht mehr gemahlene Faser. Aber ihr seid im weißen Bereich. Also alles cool. Aber wenn ich jetzt hier noch ein bisschen gemahlene Faser unterbringe, dann könnte es euch doch richtig gut gehen, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Machen wir mal noch ein bisschen Wald hier weg. Schau mal an, 94, damit bin ich mehr als zufrieden. Also den Diplodocus sollte es auch noch gut gehen. 99, das ist doch völlig in Ordnung. Dann hoffe ich jetzt mal, dass die in der Zeit, wo der da gerade betäubt liegt, den nicht wegfressen. Der kommt nämlich jetzt zu seinen Mates. Bitte nicht anknabbern. Braucht den noch. Die kommen schon näher, die haben da Bock drauf, glaube ich. Also in Jurassic World Evolution 1 ging es auch, dass die betäubte Dinos einfach gekillt haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass es hier auch geht, aber
Jetzt ist er in Sicherheit. War knapp. Aber du darfst leben, mein Kleiner. Hast du dir verdient. Sorry für mein brutales Experiment, was ich hier schon wieder vorhatte. Aber ich tue das alles nur für die Zuschauer. Ich kann quasi nichts dafür. Und als die Zuschauer die Schuld sind. Immer euch als Ausrede benutzen. Ist am einfachsten. Ja, wir müssen jetzt eigentlich nur warten, bis der drüben ist. Und dann ist das Wohlbefinden, wird dann sich schon regeln. Derzeit mache ich hier ein bisschen Gestaltung. Und ich kann auch noch ein paar Zierpflanzen hier reinmachen. Und ein bisschen den Boden bepinseln. Produkttransport beendet. Sehr schön. Das scheint alles zu funktionieren. Und die Zeit läuft auch runter. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Dann würde ich sagen, spulen wir mal vor und warten mal, bis diese Mission erfüllt ist. Und da kommt wieder der Regen. Und kein Strom. Warum? Wir haben es geschafft. Also ist das Stromproblem gar keine Frage mehr. Mission abgeschlossen. Das hatten wir auf der Isla Nublar verwirklichen wollen. Ein Ort, an dem die Saurier sich gut entwickeln können. Minus den Vulkan, natürlich. Ein ziemlich großes Minus. Wir können alle stolz auf das sein, was wir hier erreicht haben. Aber was? Ich höre es an deiner Stimme. Okay. Ich frage mich nur, was Dua vorhat. Ich kaufe ihr das Gerede von Rette die Zukunft, indem du die Vergangenheit kontrollierst, nicht ab. Ja, Lambert hat erwähnt, dass einige der Tiere an einen unbekannten Ort gebracht wurden. Er wollte oder konnte nicht sagen, wer die Lieferung entgegennahm, aber es war nicht die Naturschutzbehörde. Eine dritte Partei? Und wir wurden nicht zur Sitzung eingeladen. Und ja, Leute, das war der dritte Part von der JWE2-Kampagne. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Falls es euch auch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.